Wir sind live auf dem Bahnhofplatz hier in Aarau und wir diskutieren heute eine kantonale Abstimmungsvorlage. Am 4. März wird nämlich nicht nur über die No-Bilage abgestimmt, die in aller Munde ist, nein, es wird auch über kantonales Zeug abgestimmt, und zwar im Aargau über das Gesetz über Ausbildungsbeiträge, das Stipendiengesetz. Der Aargau will die Stipendien kürzen, respektive die Bedingungen erschweren. Und zwar ist da ein neues Modell, ein Splitting-Modell angedacht, dass man nur noch 2/3 vom Stipendium kann behalten und 1/3 als Darlehen überkommt, wo man dann zurückzahlen muss. Das alles ist ein bisschen kompliziert. Darum haben wir zwei Politexperten hier bei uns. Und zwar der Cedric Wermuth, bekannt als Nationalrat von der SP, und der Matthias Müller, Vizepräsident von der Jungfreisinnigen Schweiz. Grüezi miteinander. Herr Wermuth, der Kanton Aargau muss sparen, will sparen, und das wäre jetzt eine Möglichkeit zum Sparen. Sie sind aber gegen das Gesetz. Also der Kanton Aargau muss zuerst gar nicht sparen. Der Kanton Aargau muss einfach aufhören, eine Finanzpolitik zu betreiben und sich selber an die Wand fahren. Damit wäre das Problem schon gelöst. Es ist im Wesentlichen hausgemacht. Und was man jetzt macht, ist, anstatt Fehler eingestehen, die man gemacht hat in der Steuerpolitik, ist, dass man bei denen abbaut und bei denen spart, was am nötigsten haben. Die Leute, die das Geld mangeln für eine universitäre Ausbildung, ist eine absolut unsoziale Massnahme, unverständlich und auch sehr kurzfristig gedacht. Matthias Müller, ist das unsozial, das Gesetz, das jetzt da zur Abstimmung steht? Nein, überhaupt nicht. Also zuerst mal zu der finanziellen Lage des Kantons Aargau. Das ist natürlich sozialistischer Hokuspokus. Aber er hat es richtig gesagt, unser Haushalt liegt sehr im Argen. Und da müssen alle dazu beitragen, insbesondere die Leute auf der tertiären Stufe. Damit sind Studenten gemeint, wie ich es einer bin, die an die Universität gehen dürfen, aber auch Fachhochschulstudenten. Und ich meinte, das ist eine vertretbare Lösung, dass man ein Drittel von dem Geld, das man zugeschossen bekommt, wieder nach 12 Jahren, so gesetzt, die Vorlage vor, zurückzahlen. Das betrifft ja hauptsächlich die einkommensschwachen Personen, die vielleicht in der Familie nicht wahnsinnig viel Geld rum haben, um jetzt ein Studium von den Eltern finanziert überzukommen. Ist das richtig, dass man jetzt dort die Schrauben enger drehen? Ich meine, die Kantonsfinanzen betreffen ja am Schluss alle Leute. Wir haben im Kanton Aargau erst gerade letzte die Autofahrer bestraft, indem man den Pendlerabzug beschränkt hat. Jetzt bittet man auch die Gemeinschaft der Steuerzahler insgesamt mehr an die Kasse, insbesondere bei den Gemeinden, weil Bereiche Sozialhilfe und Asyl aus allen Nähten platzen. Und ich meinte, dass auch die Leute, die die höchste Bildungsrendite einfahren können in diesem Land, statistisch erwiesen, dass die überdurchschnittlich werden verdienen, dass die nach 12 Jahren zinslos ein Drittel, das sie ja geschenkt bekommen haben, sozusagen, wieder zurückzahlen. Ich finde, das ist etwas vom Selbstverständlichsten. Ja, Cedric Wermuth, das Geld, das ist ja nicht sozusagen verloren. Man kann ja dann das, man muss ja das nur zurückzahlen, und dann hat man ja Geld, wenn man ein Studium gemacht hat, wie der Herr Müller sagt. Also der Kanton Aargau hat ein Defizit, wenn wir alles zusammenrechnen, von gut 500 Millionen. Die 2-3 Millionen, die am Schluss, wenn man die Verwaltungskosten noch wegzählt, wirklich übrig bleiben, die bringen mal zuerst gar nichts für den Haushalt. Und das Zweite ist, der Deal ist immer in einer Demokratie, dass man A, Steuern zahlt und B, nachher durch Arbeitsleistung eben etwas zurückgibt an eine Gesellschaft. Wir haben immer noch ein Hochschulsystem in der Schweiz, wo der grösste Teil der Studierenden selber schon Eltern haben, die studiert haben. Das ist kein Zufall. Das ist genau, wie es Hindernis gibt. Und jetzt sperrt man die Leute noch aus, die schlechteste Chancen haben, sowieso auf dem Bildungsmarkt, das wieder zuführen, dass wir immer mehr Leute haben, die gezwungen sind, einen Nebenjob anzunehmen, bei einem verdichteten Stundenplan. Das weiss man erwiesenermaßen, führt das zu mehr Studienabbrecher. Am Schluss kostet das wahrscheinlich sogar mehr, als man überhaupt einspart. Schon Nullmassnahmen auf dem Buckel der Ärmsten. Der Grossrat hat so entschieden, dass man mit dem Modell fährt, dass man so Stipendien versucht einzusparen. Was ist Ihr Appell an Matthias Müller jetzt da? Keine. Er ist anderer Meinung, werden uns da entsprechend nicht einigen. Wir werden jetzt den Abstimmungskampf mit den Argumenten führen. Man hat im Parlament auch gesehen, es hat keine Mehrheit eigentlich vom Rat das Modell wollen. Aber wir haben das Gesetz am Schluss zugestimmt, um ein Gesetz zu haben. Wir appellieren da die sozialdenkenden Kräfte im Freisinn, in der CVP. Das kann nicht sein, dass der Aargau gerade im Zukunftsbereich Bildung auf Bremsen tritt. Herr Müller, es ist doch schon so, dass jetzt wirklich eben die trifft, die es eh nicht haben, und es führt doch so ein bisschen zu einem Zweiklassensystem. Die Reichen, die können studieren, und die Armen, die können nachher nicht mehr studieren. Drei Sachen. Also erstens, Bildung ist mir ganz, ganz wichtig, ist der Rohstoff von der Schweiz. Darum führen wir insbesondere die globalen Rankings in den Kategorien Innovation und Wettbewerbsfähigkeit an. Also ich bin der Letzte, der da irgendwie den Abstrich in Kauf nehmen will. Der zweite Punkt ist,
Wir haben im Kanton Aargau sehr hohe Bildungsausgaben, über 30%. Das ist für kantonsvergleichsmässig sehr hoch. Und das Dritte ist, ich finde es durchaus vertretbar, dass die Leute nebenbei ein bisschen arbeiten. Ich arbeite mein Studium jetzt auch innerhalb von 5 Jahren, so wie es eigentlich vorgesehen ist. Ich glaube, du hast ein bisschen länger gehabt. Aber normalerweise schließt man das in 5 Jahren ab, auch wenn man nebenbei arbeitet. Ich habe immer nebenbei gearbeitet, ich habe das sehr gut gefunden, das hat mir enorm geholfen, auch für die zukünftigen Praktika, die ich nachher noch machen konnte. Und ich denke, das führt überhaupt nicht zu einer Zweiklassengesellschaft. Und nochmal, die Leute zeigen sich solidarisch, wenn man die Stipendien vergeben. Das ist ja die Gemeinschaft der Steuerzahler, das ist Solidarität, die soll gelebt werden. Aber es ist auch eine Gegensolidarität, die nachher sollte ausgelebt werden von diesen Leuten, wenn sie mal später mehr verdienen als der durchschnittliche Steuerzahler, dass sie eben einen Teil von diesen Stipendien, die sie haben dürfen, nutzen dürfen, um die höchste Ausbildung in diesem Land zu geniessen, dass sie einen Teil zurückgeben. Wenn man den Kanton Aargau anschaut, der Kanton Aargau ist schon relativ weit unten, wenn man die Stipendienbeiträge anschaut. Mit dieser Gesetzesänderung wäre man noch ein Schlusslicht, was das anbelangt, Stipendienbeiträge auszahlen. Tut sich da der Kanton Aargau nicht ein bisschen abseits stellen damit? Nein, ich denke nicht. Also der Kanton Aargau ist in einem Konkordat drin. Er erfüllt dort alle Massnahmen, die notwendig sind. Das ist abgesprochen. Also ich denke, viel wichtiger ist, dass wir jetzt das Splitting-Modell eingeführt haben, weil es eben dazu beiträgt, immerhin 2,4 Millionen als Sparmaßnahme. Man muss überall schauen, das ist das Problem, halt, wenn man muss sparen muss. Man muss alle Bereiche anschauen, ohne Tabus. Und ich denke, das ist eine vertretbare Lösung. Sie ist solidarisch, weil man ja einen Teil doch gibt und einen Teil wieder zurücknimmt. Das entspricht dem Grundsatz Nehmen und Geben. Und auf der anderen Seite ist immer noch garantiert. Und das ist das Wichtigste, dass die Leute die Ausbildung machen können. Sie werden sich nicht einig? Nein, auf jeden Fall nicht. Man hat in den letzten Jahren völlig überbordet im Aargau mit Steuersenkungen, mit einer minimalsten Korrektur für die, die es sich wirklich leisten können, wäre das kein Problem. Jetzt setzt man sich mit den Stipendien wirklich ein Eigengoal. Man setzt sich an den Schluss von der Kantonsrangliste, wird damit der unattraktivste Kanton in der Region überhaupt für junge Menschen. In einem Kanton, der sowieso im Moment muss um seine industrielle Grundlage kämpfen muss. Ein schlechtes Zeichen für den Kanton Aargau kann man sicher nicht setzen als das Ja zu dieser Vorlage. Jetzt, Sie haben vorhin die Rankings angesprochen, die Schweiz ist da irgendwie top dabei, aber wenn man jetzt die eigenen Studenten sozusagen schröpft, denen weniger Geld zur Verfügung stellt, dann wird es nicht lang sein mit dem Ausbildungsland Schweiz, wo da an der Spitze steht, oder? Ja, also das ist jetzt auch wieder masslos übertrieben. Also eben, der Grossteil der Studenten ist zum Glück, und das ist ein Erfolgsfaktor, nicht angewiesen auf so Stipendien. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die nebenbei auch eigenverantwortlich schauen, dass sie einen Teil von ihrem Studium selber können zahlen oder einen Deal mit ihren Eltern haben, wo sie sagen, wir dürfen euch nachher zurückzahlen. So habe ich es gemacht. Ich finde das selbstverständlich, das gehört sich, dass wenn man einen Teil, den man vorgeschossen bekommt, auch wieder zurückzahlen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, Kantonsfinanzen sind wirklich im tiefroten Bereich. Man muss sparen und da gehört halt die Bildung auch dazu. Und das, was er vorher gesagt hat, das ist halt auch ein Fundamentalirrtum, wenn man sagt, man drückt bei der Bildung auf die Bremse etc. Überhaupt nicht. Man hat ja, das ist ja explodiert, der Bereich. Auch eidgenössisch, aber jetzt aber auch kantonal. Und da ist einfach ein minimales Abbremsen von den stetig steigenden Bildungsausgaben. Es ist leider nicht so, dass alle das Glück haben, mit reichen Eltern geboren zu werden. Das wäre eine gute Initiative, die könnte man mal einführen. Das ist für die Mehrheit nicht der Fall. Tatsächlich müssen die meisten tatsächlich darum kämpfen, dass sie ein Studium auch finanzieren können. Das war bei mir auch schon so gewesen, entsprechend. Ja, bei mir auch. Und warum man denn die Leute jetzt will bestrafen, das ist mir entsprechend nicht einsichtig. Vor allem, weil es ein minimal lächerlicher Beitrag ist als Defizit vom Kanton Aargau. Es geht da um Symbolpolitik, wenn man nicht bereit ist, einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat in der Finanzpolitik. Die könnte man mit Leichtigkeit korrigieren. Jetzt schiebt man es an die schwächste Gruppe ab, die man hat, und das sind junge Studentinnen und Studenten. Sie beide stehen auch auf dem nationalen Politparkett, Sie als Nationalrat, Sie als Vizepräsident von der Jungfräsinnigen Schweiz. Wenn man das jetzt ein bisschen öffnet, die ganze Diskussion, die ganze Schweiz anschaut, Herr Wermuth, haben Sie das Gefühl, in der Bildung läuft es überall so wie im Kanton Aargau? Die Schweiz wird unsolidarisch bezüglich
der Ausbildung? Also man muss ehrlich sagen, wir fangen schon mit einem grossen Defizit an. Es ist nach wie vor so, dass ein Grossteil der Studierenden aus schon privilegierten Familien kommen. Da kann man noch eine Reihe vorwärts machen. Es hat in den letzten Jahrzehnten mit der Einführung von Berufsbildung, von der Durchlässigkeit sehr, sehr grosse Schritte gemacht. Die sind jetzt aber in Gefahr. Und sie sind in Gefahr durch die kantonalen Abbaumassnahmen, durch die Bremserei, die wir im Bund hatten, durch den Versuch von der ETH beispielsweise Studiengebühren einzuführen. Das sind alles Hinweise, die mich beängstigen. Wir sind auf einem guten Weg, aber es zeichnet sich jetzt ganz gefährliche Trendumkehr ab. Herr Müller, was schwebt Ihnen vor für die Bildung auf nationaler Ebene? Ja, ich denke, dass wir solange bis heute eigentlich gut gefahren sind. Also ich meinte, wir müssen nicht viel ändern. Wir haben zwei gute ETHs in diesem Land, andere Universitäten, die überdurchschnittlich abschneiden im Vergleich zu den ausländischen, die meistens privat organisiert sind. Also das ist alles öffentlich noch bei uns. Und doch schneiden wir sehr, sehr gut ab. Ich finde, das muss man weiterhin beibehalten können. Für das braucht es einen gewissen Etat im Bildungsbereich. Und wir dürfen nicht einfach explodieren lassen, so wie man es jetzt zugelassen hat in der Vergangenheit. Ich meine, man hat schon auf Kantonsstufe Evaluationen zum Teil haarsträubend, aber auch bei der Universität, wo ich meinte, das braucht es alles nicht, das ist Bürokratie und Regulierung, damit man einfach ein bisschen mehr Staatsangestellte hat. Das braucht es einfach nicht, das sollte man viel mehr in die Bildung investieren, wo es beim Studenten dann auch effektiv tut, angelangt. Und ich meinte, auch noch in diesem Land haben wir doch sehr, sehr viele Stiftungen zum Glück, wo man sich anmelden kann, die verschiedenste Ausrichtungen auch finanziell unterstützen. Wer würde glauben Sie, das, was Herr Müller sagt, dass man mit dieser Politik ein attraktives Ausbildungsland bleibt und europaweit kann weiterhin mitheben? Also es ist ganz eine gefährliche Tendenz, die Herr Müller da angesprochen hat, wenn man quasi die armen Genössigen jetzt noch zu den Stiftungen schickt, um sich ihr Studium zu finanzieren. Das kann kein Zukunftsmodell verschmollen. Nein, ich habe nur gesagt, dass wir viele Stiftungen haben. Stiftungen Ausrichtungen finanzieren. Ja, oder? Die öffentliche Hand soll die Bildungslandschaft finanzieren, inklusive die Tertiäre. Wir machen das sehr Bauchweh, dass wir eine Tendenz haben, sogenannte Drittmittel immer mehr zu haben. Das heisst private Finanzierung. Das führt auch zu einer Verzerrung von der Bildungslandschaft. Bildung muss für alle offen bleiben, für alle erschwinglich, und an dem müssen wir gemeinsam arbeiten. Ich glaube, das ist klar. Ich bin absolut für das. Ich unterstreiche jedes Wort. Ich sage nur, Stiftungen können dazu beitragen, gewisse spezifische Ausrichtungen, die zum Teil Universitäten nicht anbieten, finanziell zu unterstützen, aber auch eine Art Stipendien können zu gewähren. Das gibt es alles, die Modelle. Das ist sehr gut, dass wir so eine breite Landschaft haben an Stiftungen. Aber ich finde es auch gut, dass Unternehmen wie zum Beispiel ein UBS in die Uni Zürich investieren, weil da bringt man das Markt-Know-how mit, und das kann einfach den Studenten nicht schaden, wenn sie 4,5 Jahre lang wirklich nur theoretische Grundbausteine haben und dann das können verbinden, finde ich exzellent. Das hat man in anderen Ländern wirklich nicht. Herr Wermuth, UBS an der Uni Zürich oder an der ETH, wie sehen Sie das? Das ist gerade der Fall. Es gibt sehr viele andere Länder wie den USA, wo es üblich ist, dass Private viel grösseren Anteil an der dritten Stufe finanzieren. Und man sieht, was das für einen Effekt hat. Der Effekt ist, dass sich Studium orientiert an den Interessen von grossen privaten Kapitalgebern. Das ist verheerend für eine kritische Universität. Das Gegenteil muss der Fall sein. Man muss die Drittfinanzierung möglichst aussen halten. Wir müssen eine öffentliche Finanzierung haben. Klar, Bildung kostet Geld, das ist klar. Aber der Mehrwert, den wir rausziehen aus einer funktionierenden Bildungslandschaft, der zahlt sich immer zurück. Nein, das ist einfach der Grund, wieso dass alle Top-Universitäten eigentlich nach wie vor hauptsächlich aus den USA stammen. So viel machen sie in dem Fall nicht falsch. Und ich finde, noch einmal, es ist richtig, dass man das Praktische mit dem Theoretischen verbindet. Ich meinte, das könnte man sogar noch mehr exerzieren hier in diesem Land. Aber ich finde, man hat es bis jetzt sehr gut gemacht. Es soll auch nach wie vor bleiben, dass man gutes Geld dort investieren in die Innovation und in den Bildungsstandort Schweiz. Aber man soll es einfach mit dem Hintergrundgedanken machen im Kopf, dass jeder Franken, der staatlich ausgegeben wird, zuerst muss privat verdient werden. Vielleicht können wir nochmal den Bogen jetzt nach dem Gespräch so schlagen auf das Aargau zurück. Vielleicht nochmal ganz kurz Ihre Position zu dieser Abstimmung am 4. März. Für die Leute, die das den Abstimmungszettel noch nicht eingerührt haben, das Stipendiengesetz, die Änderung des Stipendiengesetzes, warum sollen wir dort Nein stimmen? Es geht am 4. März darum, wo wir im Aargau anfangen wollen, zwei Klassengesellschaften einzuführen, was den Zugang zu den Universitäten angeht. Wenn wir das sich primär noch die leisten können, die sowieso schon mit reichen Eltern aufgewachsen sind, oder soll es eine Möglichkeit geben von einem Ausgleich, der wird jetzt in Frage gestellt, und darum gehört ein Nein auf den Stimmzettel. Herr Müller, warum stimmen Sie Ja? Ich stimme Ja, weil es alle braucht, um die Finanzlage im Kanton Aargau
können stabilisieren. Und es braucht insbesondere die Studentinnen und Studenten auf der tertiären Stufe, die leistungs- und bildungsmässig fit gemacht werden vom Steuerzahler in jungen Jahren, dass die 12 Jahre nach ihrer Ausbildung ein Drittel zurückzahlen, wenn sie dann Stipendien in Anspruch nehmen müssen. Ich danke Ihnen beiden vielmals für das Gespräch. Das war es hier live vom Bahnhofsplatz aus Aarau. Jetzt nimmt es mich wunder, was denken Sie zu dem? Sind Sie eher auf der Seite von Cedric Wermuth oder von Matthias Müller? Schreiben Sie einen Kommentar dazu, das freut mich. Danke. Herr Zellweger, danke.